So, die werden da oben gerade schön gegrillt. Und damit willkommen zurück. Sie haben jetzt freundlicherweise mir das abgeschaltet, glaube ich. Oh, wer hat mich jetzt gesehen hier? Nee, schnell wieder runter hier. Ob ich wohl... Viel zu niedrig. Nein, zu hoch. So, jetzt aber. So, kleines Begrüßungspräsent. Alter Schwede, da habe ich aber noch einen ganz anständigen Weg vor mir. Ich muss erstmal wieder nach oben. In der Hoffnung, dass mich das Ding jetzt nicht grillt. Jawohl. Sehr schön. Es grillt mich auch nicht. Würde ich mal sagen. Kugeln. Ja, benutze ich gleich mal die Pistole einfach. Ist zwar laut, aber... mitkriegen tun die das wahrscheinlich so oder so. So, und ich sollte ja hier irgendwie so eine Art Erdungsstation anfassen. Da scheint wohl das Ding da zu sein, die Geschichte. Nee. Am Arsch! Ich weiß immer noch nicht so recht, wie ich das da jetzt vermeiden soll, quasi. Oh. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir jetzt gerade nicht. Verdammt, zum Glück hat der mich nicht gehört. Alter, und wie laut das gerade ist. Na los, komm her. Ah, sehr schön. So, wenn ich das gerade da richtig erkannt habe. Nee, das kostet auch Kabelwerkzeuge und ich brauche den Alarm jetzt gerade nicht. Alter, wie das gerade so gedröhnt hat. So, wenn ich das jetzt richtig kombiniert habe, ist es das Ding oben auf der Brücke. Das heißt, wir kommen da ohne weiteres dran vorbei. Aber das werden wir gleich gewahr, wenn ich hier hochgegangen bin. Und tschüss. Wer hat mich jetzt schon wieder gesehen? Ja. Okay, da kann ich mich nicht dran teleportieren. Aber das geht auch nicht. Aber vielleicht kann ich hier oben drüber laufen. Ein Hund. Igitt. Ah, oder ich nehme einfach hier die Treppen nach oben. So, jetzt kann ich gleich an der Kette nach oben. Okay. Mm-hmm.
Und schon habe ich ihn. Oh ne, das würde ihn umbringen. Lassen wir ihn mal am Leben. Ups. Ja, das ist doof gelaufen. Scheiße. Wollte ich ihn extra am Leben lassen und dann kommt sowas, ne? Na gut, kann man nichts machen, ne? So, Zugbrücke. Brandbolzen kann ich nicht mehr tragen. Na dann zeig mal, was passiert. Oh. Ah, okay. So. Das bringt uns doch mal ein Stückchen weiter. Gehen wir hier lang. Na, dann lasst mal sehen, wo ihr seid. Und tschüss. So, und den tragen wir auch gleich. Hä? Was hat denn da dran jetzt gehört, bitte? Na, egal. Hab gehört, du hast beim Kartenspielen nach Strich und Faden verloren. Nicht jetzt, bitte. Das schaue ich mir besser mal an. Okay, der kommt hoch. Wie können wir den ausschalten? Mal sehen. Armbrustbolzen, wir könnten ihn anzünden. Warum eigentlich nicht? Nicht? Und in der Zwischenzeit verschwinde ich rauf aufs Dach. Schließt natürlich die Luke hinter mir. So, noch ein bisschen für Action sorgen. Bin gerade am Überlegen. Gar nichts, was war das? Boom! Was war das? Seht euch um! Oh, da habe ich mich selber. Alter, ich bin hier oben, du. Bob, ey. Irgendwas stimmt hier nicht. Geh jetzt schon da hoch, verflucht. Bei der Suche. Ja, nein. Komm schon, geh da hoch. Ich will sehen, was die Dinger können. Kann ich die Geschichte auch mitnehmen direkt? Und es geht wieder ab nach oben. Das war cool. Ey, voilà, wir sind auf der anderen Seite der Brücke unten. Scheinwerfer sind ausgeschaltet. Lief doch bisher ganz nett. Kugeln, ich muss mal die Pistole benutzen, aber die macht so viel Krach. Wer redet da? Fläschchen voller merkwürdiger Flüssigkeiten.
All das und mehr braucht er für seine Experimente. Der denn? Achso, Sokolov. Sokolov heißt er. Ja, ich hab dazugelernt. Alter, alle summen hier dieses Lied, ne? Und ich hab so einen scheiß Ohrwurm davon. So. Wer damit? Kabelwerkzeug, Bolzen nehme ich gerne. Perlen, das ist das Versteck. Alex, Notiz. Warte hier und versteck dich, bis ich zurückkomme. Ich muss heute Abend noch eine Sache auf der anderen Seite der Zugbrücke erledigen. Ich werde die Perlen, die wir gesammelt haben, dem Boss bringen. Also, mach keinen Blödsinn. Wenn mit den Wachen etwas schief geht oder irgendwas passieren sollte, geh zum Kanal neben dem Gebäude und sprich laut hinein. Dann werden die Jungs dir zur Hilfe eilen. Alex. Explosive Flasche. Hui, bumm. Jetzt habe ich die Explosion natürlich nicht gesehen. So, hier gibt es soweit nichts mehr. Das heißt, ich würde mal sagen, ich mache nochmal Nachtsicht an, um nochmal hier so einen kleinen Überblick zu bekommen. So, und dann geht's gleich in Sokolovs Haus rein. Sokolovs Haus. Allerdings mache ich vorher nochmal eine Pause, denn die Zeit ist wieder fast rum. Dürften jetzt 13 Minuten ziemlich genau sein. Und ich muss noch das eine oder andere erledigen. Von daher, obwohl ich öffne eben noch kurz und dann ab nach Midrow Substation und dort wird dann Pause gemacht. Genau, so, jetzt sind wir hier, wo auch immer das ist. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!